Grünes Licht aus der Sendezentrale in Nürnberg und damit hallo und herzlich willkommen hier auf BRZ TV auf der Bau Online 2021. Schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Thomas Jenichen, Kundenberater BRZ Deutschland, für Sie heute zugeschaltet aus meinem Corona Homeoffice live aus meinem Wohnzimmer hier in Erfurt. Ja, das Rollrad geht in Rente, die grafische Mengenermittlung, boah, was für ein Thema, denken Sie, ja, vielleicht nur reißerischer Titel oder vielleicht steckt da viel Wahrheit drin. Nun ja, deswegen nehme ich Sie jetzt mit auf 20 Minuten Mengenermittlung in einem Bauunternehmen. Mengenermittlung, wieder mal Mengenermittlung, das kennen Sie und das Thema haben Sie auch immer wieder, egal in welcher Leistungsphase. Und auch immer wieder stellen Sie sich die Frage, geht das nicht anders? Kann ich diesen Prozess nicht optimieren? Und habe ich überhaupt digitale Daten? In welchen Datenformaten kann ich arbeiten? Was nützen mir eigentlich 3D-Modelle? Building Information Modeling ist in aller Munde. Und vor allen Dingen für Sie die spannendste Frage, können Sie Ihr Rollrad jetzt wirklich in Rente schicken? Nun ja, genau auf diese Fragen erhalten Sie in exakt 18 Minuten hier eine Antwort von mir. Doch bevor es soweit ist, schauen wir uns einfach mal den Status quo an. Egal in welcher Leistungsphase Sie sind, Sie müssen immer wieder in einem Bauunternehmen Mengen ermitteln. In der Kalkulationsphase, für die Kalkulation, für die voraussichtlichen Abrechnungsmengen, um hier Planungssicherheit zu haben. Und dann, hurra, Sie haben den Zuschlag bekommen, schon wieder müssen Sie die Mengen ermitteln für andere Prozesse, für die Bestellung, für die Arbeitsvorbereitung. Und but not least, hier freuen sich immer die Kaufleute, zum Monatsende eine prüffähige, REB-konforme Bauabrechnung, Teilschlussrechnung oder Schlussrechnung zu machen, schon wieder müssen Sie Mengen generieren. Ja, und es gibt ihn immer noch. Den guten alten Dreikant, der ist einfach nicht tot zu kriegen, der Junge. Noch immer werden mehr Maßketten mit einem Lineal aus einem PDF-Plan ermittelt. Und der Schritt geht noch weiter. In kreativer, künstlerischer, händischer Feinarbeit werden dann Handskizzen generiert, erzeugt, diese Handskizzen mit Positionsdaten verbunden und das gilt dann als Mengennachweis. Übrigens zum Teil noch von den Auftraggebern genau so gefordert. Dabei haben Sie heute schon eine Unmenge von digitalen Daten zur Verfügung. DWG-Pläne, PDF, Achsen, Querprofile, Urgeländedateien als CSV-Dateien. Längst sind Drohnen keine technische Spielerei, sondern sind für die Mengenermittlung durchaus nützliche Instrumente. Ja, und längst haben auch digitale Vermessungsgeräte auf ihren Baustellen Einzug gehalten. Durch smarte Applikationen wie App-Anwendung auf einem Smartphone, dass man Punktdaten mit Fotodaten verbinden kann, dass diese Daten in der Cloud vorgehalten werden und somit direkt zwischen Baustelle und Büro transportiert werden können, haben sich diese Geräte mittlerweile zu Standardwerkzeugen auch für die Poliere entwickelt. Vermessungsgeräte sind längst nicht nur dem Vermessern vorbehalten. Und auch das ist jetzt nicht unbedingt was Neues. Ja, mittlerweile bekommen Sie von Ihrem Auftraggeber oder Partnerunternehmen auch dreidimensionale Modelle zur Verfügung gestellt, Urgelände für die Mengenermittlung, um daraus Ihre Prozesse zu steuern. Kennen Sie vielleicht auch, trotz intensivem Bemühen um Produktivität und Prozessoptimierung, es passt nicht. An irgendeiner Stelle passt es nicht. Warum ist dem so? Weil in Ihren Projektphasen unterschiedliche Projektbeteiligte mit unterschiedlichen Werkzeugen für unterschiedliche Verwendungszwecke in unterschiedlichen Datenformaten Mengen ermitteln. Das fängt in der Kalkulation an, vielleicht beim karierten Blatt Papier, also die guten alten analogen Daten, geht zur Arbeitsvorbereitung, hier werden die Daten in Excel vorgehalten und schließlich der Bauabrechner oder der Vermesser benutzt vielleicht eigene Werkzeuge, vielleicht ein CAD-System aus seinem Vermessungsgerät. Demzufolge
kommt es genau an diesem Punkt dazu, dass sie versuchen müssen, dieses wilde Konglomerat an Informationen, an Daten wieder zusammenzuführen, um vielleicht daraus eine Schlussrechnung zu machen und das prüffähig einem Dritten zur Verfügung zu stellen. Und da ist es natürlich nicht verwunderlich, dass es in den meisten Fällen genau dazu kommt. Über nichts wird sich in einem Bauunternehmen mehr gestritten als über Mengen. Warum ist dem so? Weil der Mengennachweis natürlich schon relativ schwierig ist, aber an Mengen hängen LV-Positionen und daran hängt auch Geld und Liquidität. Dass das durchaus anders funktionieren kann und mit welchen digitalen Datenformaten Sie eigentlich in der Mengenermittlung arbeiten können, was der wirkliche Unterschied zwischen einem CAD-System und der grafischen Mengenermittlung ist und wie Sie eigentlich zu 3D-Objekten kommen und was diese Ihnen eigentlich nutzen, das möchte ich Ihnen jetzt mal auf meiner nächsten Musterbaustelle zeigen. Und dazu habe ich drei kleine Beispiele für Sie vorbereitet. Einmal klassisch aus dem Straßenbau, einmal nehme ich Sie mit in den Kanalbau und natürlich auch Erdbau werden wir ein kleines Beispiel uns ansehen. Ja, so sehen Sie aus, die Straßenbaumaßnahmen. Jetzt ist die Frage, mit welchen Plandaten können wir hier eigentlich arbeiten und wie sieht eigentlich so eine Mengenermittlung aus? Im Grunde genommen haben wir ein relativ offenes System. Egal welchen Planbestand Sie haben, Sie können damit arbeiten. Ob Sie einen DWG-Plan haben, einen PDF-Plan oder Ihre eigenen Vermessungsdaten, auch die Kombination aus Plan- und Vermessungsdaten ist jetzt kein Problem, können wir in unser Werkzeug importieren und daraus Objekte erzeugen. Diese Objekte werden mit den individuellen Leistungspositionen Ihres LVs, was Sie ja mit der GAP-Datei mitbekommen haben, ja, kombiniert und wir bauen daraus ein dreidimensionales Modell, in unserem Beispiel hier zum Beispiel der Straßenbelag. Ja, und das ist jetzt ein ganz großer Unterschied zwischen der herkömmlichen CAD-Konstruktion und der grafischen Mengenermittlung. Das sehen Sie hier gerade sehr schön. Wir konstruieren nicht, sondern wir konsumieren Detailinformationen, die Sie in der Arbeitsvorbereitung bzw. in der Planungsphase zur Verfügung gestellt bekommen haben und modellieren diese Informationen einfach ab. Durch ganz einfaches Abklicken, hier in unserem Beispiel von einem Regelquerschnitt eines Gehweges, können wir Straßenbaumakros bilden und versehen diese Objekte wiederum mit den individuellen Leistungsverzeichnissen. Das ist jetzt nicht nur 2D-Spielerei durch lustiges Abklicken. Nein, wir haben daraus echte 3D-Objekte erzeugt und das sehen Sie jetzt hier. Wir können ein Objekt an ein bestehendes 3D-Objekt einfach mit der Maus anhängen, sagen, okay, wo wollen wir anbinden? Und schon können wir dieses selbstgebaute Straßenbaumakro an unserem Fahrbahnrand auf der linken Seite einfach anhängen. Dadurch bekommen Sie jetzt nicht nur einen zweidimensionalen Plan. Sie haben das auch gesehen, wir haben gleichzeitig den LV-Bezug. Wir nehmen die Fahnen mit den LV-Bezeichnungen, haben auch gleichzeitig das Mengenverzeichnis, sozusagen auch Ihren zweidimensionalen Abrechnungsplan oder Bestandsplan. Aber wir hängen jetzt in unserem Beispiel nochmal die andere Straßenbauseite an. Und wir wollen den kompletten Straßenbaukörper abbilden und das machen wir hier in unserem Beispiel auch. Ja, Sie haben es gesehen, so schnell kommen Sie zu einem dreidimensionalen Modell Ihres individuellen Straßenbaukörpers mit Länge, Breite, Höhe, den entsprechenden LV-Positionen, gilt dementsprechend auch als Leistungsnachweis und so einfach können Sie 3D-Modelle erstellen. In den meisten Fällen haben Sie ja nicht nur eine reine Oberfläche als Baustelle, sondern es ist immer eine Kombination aus Straßenbelag und zum Beispiel Kanalbau. Deswegen ziehen wir jetzt auch nochmal ein Beispiel aus dem Kanalbau. Hier möchte ich Ihnen nochmal zeigen, dass Sie durchaus auch schon 3D-Daten vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt bekommen. Natürlich könnten Sie jetzt hier solche Kanalbaumaßnahmen ganz einfach durch Abklicken selbst modulieren. Sie haben aber auch die Möglichkeit, schon 3D-Objekte, wie in diesem Fall eine EasyBau-Datei, das, was ein durchgängiges Format ist in der Planung, einfach zu importieren. Und wie in unserem Beispiel dargestellt, haben Sie dementsprechend auch gleich das 3D-Objekt Ihrer Kanalbaumaßnahme integriert.
Und das möchte ich Ihnen jetzt auch zeigen. Wir orientieren uns jetzt an diesem importierten 3D-Objekt. Das ist ja eigentlich nur der Kanal. Und geben diesen Kanal Zusatzinformationen für unseren Erdaushub einfach mit. Also den konstruieren wir gar nicht. Den generieren wir aus dem vorhandenen Modell. Das haben Sie gerade gesehen. Wir definieren den Aushub, die Wiederverfüllung. Das überprüfen wir nochmal in einem Längsschnitt. Sagen, okay, welche Abrechnungsrichtlinie möchtest du hinterlegen? ZTV, Euronorm, Rohrkram-Tabelle. All diese Abrechnungsrichtlinien sind im Programm hinterlegt und auf einfaches Knopfdrücken haben wir jetzt noch die Möglichkeit, die LV-Position, die individuellen LV-Positionen damit zu verbinden und können somit komplett ein 3D-Objekt mit den LV-Mengen, mit den LV-Positionen konstruieren. So schnell kann es gehen und natürlich sagen Sie jetzt, ja, ist toll, dass ich jetzt ein 3D-Objekt habe, aber ich brauche ja nach wie vor für meine Bauabrechnung, für die Überprüfung der Mengen, mein gutes altes Aufmaßblatt in 2D, also möglichst ausgedruckt, damit der Bauherr noch mit dem Kugelschreiber unterschreiben kann. Und natürlich generieren wir aus diesen dreidimensionalen Modellen wieder unsere guten alten Aufmaßblätter, unsere PDFs, aber nicht nur als Aufmaßblatt, sondern eben auch für andere Prozesse, zum Beispiel für die Bestellung unserer Schachtuhren, unser Aufbau des Schachtes oder wie hier im Beispiel zu sehen, die exakten Haltungslängen mit den Rohrangaben für die Bestellung. Ja, und denken wir uns noch einen Schritt weiter. Einige von Ihnen werden sagen, ja, okay, wir arbeiten ja nicht jeden Tag mit 3D-Modellen, wir arbeiten aber mit Urhorizonten. Und wie kommt man denn von einem Urhorizont, was ja eigentlich eine Vermessungsdatei ist, eigentlich wirklich zu einem digitalen Geländemodell? Auch das möchte ich Ihnen zeigen. Durch einfaches Importieren so einer U-Geländedatei, das ist eine gängige CSV-Datei, können Sie der Software sagen, bitte trianguliere mir diese Punkte gleich zu einem 3D-Objekt, also zu einem digitalen Geländemodell und et voilà, schon sind Sie auch im Besitz eines dreidimensionalen Urgeländes, wie Sie hier sehen können. Und das ist auch ein Novum zum CAD-System. Durch einfaches Anklicken in die 3D-Oberfläche können Sie jetzt Ihr Urgelände optimieren, also keine Bruchkanten mehr zeichnen, keine Triangulierung. Das können Sie jetzt selbst in einem 3D-Objekt machen. Natürlich können Sie auch andere Prozesse hier ansteuern. Auch immer sehr beliebt ist, die genaue Höhenlage zu definieren. Das ist hier farblich dargestellt, um zum Beispiel auch einen Pumpensumpf anzulegen. Ja, und uns interessiert jetzt, wie schon im Straßenbau, natürlich die Mengenermittlung. Und auch hier machen wir nichts anderes als das vorhandene Planums, den Körper des Planungsmodells abzuklicken, abzumodulieren und daraus in der Software ein dreidimensionales Modell des Planungsbestandes zu machen. So soll er aussehen, unser Erdplanung, unsere Frostschutzschicht, was jetzt gleichzeitig nicht nur technische Spielerei ist, sondern zum Beispiel auch als Modell in die Maschinensteuerung, zum Beispiel von Ihrem Grader oder Planierraupe eingelesen werden könnte. Und jetzt wollen wir natürlich die Mengenermittlung ansteuern und dazu haben wir die Möglichkeit, verschiedene Modelle nicht nur miteinander zu kombinieren, sondern auch miteinander zu verschneiden. In unserem Beispiel wählen wir jetzt das Modell des Urgeländes und unseres Planungshorizontes an. Wir geben noch die individuellen Böschungsverhältnisse an, in Grad, in Gon, in Verhältnis und können daraus jetzt unsere exakten Mengenberechnung starten. Und auch hier haben Sie jetzt wieder ein dreidimensionales Modell von Ihrem Bodenaushub bzw. auch Bodenabtrag. Und auch das ist ja immer ganz wichtig. Sie werden im Laufe einer Baumaßnahme nicht nur mit einem Modell arbeiten, sondern auch die Kombination von mehreren Horizonten, die Sie gebildet haben, in ein neues Modell ist möglich. In unserem Fall kombinieren wir jetzt das Urgelände mit unserem Planungsgelände und können das zum Beispiel für die Dokumentation, für die Absteckung, für die Nachweisführung unserem Auftraggeber, Ihrem Polier auf der Baustelle zur Verfügung stellen. Sie sehen, Modelle zu erstellen ist kein Hexenwerk mehr. Und wir gehen noch einen Schritt weiter.
Mittlerweile ist ja gerade im Hochbau sind Modelldaten jetzt keine Seltenheit mehr. Und stellen Sie sich vor, Sie haben den Auftrag, in einem Hochbaumaßnahme die Baugruppe zu erstellen und bekommen an dieser Stelle keine 2D-Zeichnung mehr, keinen Horizont, sondern ein echtes 3D-Objekt. Ja, auch dieses 3D-Objekt können Sie jetzt importieren. Sie können sich die Topologie ausblenden lassen. In meinem Fall habe ich jetzt nur noch die Bodenplatte mit den Sonderfundamenten importiert. Durch einfaches Anklicken der Objekte werde ich diese Objekte jetzt in die grafische Mengenermittlung übernehmen, und zwar die genaue Lage, die genaue Geometrie, und kann diese Objekte jetzt mit zusätzlichen Informationen für meine Baugruppe anreichern. Zum Beispiel Arbeitsraumbreite, Frostschutzschicht, irgendwelche Wärme. Und diese Informationen verschneide ich jetzt auf Knopfdruck mit meinem vorhandenen Urgelände und generiere daraus auch wiederum ein dreidimensionales Modell meiner Baugrube für die Erdbewegung. Habe daraus ein angereichertes Modell, was Sie zum Beispiel auch wieder Ihrem Bauherrn zur Verfügung stellen könnten, beziehungsweise auch die Maschinensteuerung daraus generieren können. Sie können damit abstecken und so weiter. Das ist die Kombination zwischen vorhandenen Modelldaten und der Anreicherung Ihrer eigenen Modelldaten. Ja, und das kennen Sie sicherlich auch. Es ist alles wunderschön, was Sie auch vorbereitet haben. In der Arbeitsvorbereitung haben Sie vielleicht schon ganz tolle Modelle erstellt. Aber der Klassiker, da wo Sie den Schacht hinsetzen wollen, da liegt immer das 10 kV-Kabel oder die Gasleitung. Sprich, es wird niemals so gebaut wie geplant. Oftmals verbringen Sie Unmengen an Zeit mit Veränderungen zwischen Örtlichkeit und Ihren vielleicht schon erfassten Daten. Eine Geometrieveränderung kann durchaus viele verschiedene geometrische Veränderungen und dementsprechend LV-Positionen mit sich bringen. Und das ist enorm zeitaufwendig und fehleranfällig. Auch hier spielt natürlich die grafische Mengenermittlung objektbezogen uns in die Hand. Durch einfaches Anklicken des Objektes, in unserem Fall dem Schacht, merken Sie auch den Vorteil eines 3D-Objektes. Wir können dieses 3D-Objekt wirklich anfassen. Es sind keine konstruierten zwei Punkte, und an einen neuen Punkt verschieben. Und damit verändert sich natürlich nicht nur die Lage des Schachtes, sondern auch aller damit verbundenen Geometrien, in unserem Fall der Rohrkramaushub, die Haltung, die Wiederverfüllung, die Wasserbauhaltung, was auch immer. Und natürlich Veränderung ist auch das Stichwort, das müssen Sie natürlich auch immer dokumentieren. Zwischen Planung und Ist gibt es ja immer eine Abweichung. Und auch hier sehen Sie, auf Knopfdruck haben wir ein neues Aufmaßblatt generiert und können das dem Bauherrn zur Prüfung zur Verfügung stellen. Und Prüfung ist auch das Stichwort. Natürlich müssen Sie auch dokumentieren, warum haben Sie denn den Schacht dort nicht gesetzt? Und nichts ist schöner, das alles zusammen zu haben. Dementsprechend können wir auch Bilddateien oder irgendwelche PDFs oder Sonderdateien einfach an dieses Objekt mit ranheften. Das können Sie jetzt auch beim Abrechnungsplan Ihrem Bauherrn zur Verfügung stellen. Und zur Verfügung stellen können Sie ihnen natürlich nicht nur 2D-Informationen, sondern mittlerweile auch 3D-Informationen, weil mittlerweile kann auch jeder eine 3D-PDF bearbeiten, überprüfen, ohne dass er CAD-Erfahrung haben muss, und kann beispielsweise Ihr Abrechnungsmodell hier einfach durch Messwerkzeuge überprüfen, ob das, was Sie ihm abgerechnet haben, auch in Ihrem 3D-Modell wiederzufinden ist. Und er kann sich natürlich auch hier individuelle Objekte anzeigen lassen und bekommt die Detailinformationen aus Ihrem Leistungsverzeichnis mitgesendet. Das ist transparent. So kann eine grafische, modellorientierte Bauabrechnung auch in Ihren Unternehmen aussehen. Ja, was ist jetzt der klassische Unterschied zwischen der grafischen Mengenermittlung und einem CAD-System? Alle in Ihrem Unternehmen arbeitenden Projektbeteiligten, von der Kalkulation über die Arbeitsvorbereitung zum Bauleiter, vielleicht bis zum Polier, arbeiten in einem Werkzeug mit einer Datenbestand, und Modelldaten können vom Prozess zu Prozess immer wieder genommen werden. Sie müssen nicht nochmal neu anfangen, sondern können immer den Baufortschritt anreichern und haben somit einen enormen Vorteil der Qualitätslage. Es ist keine Konstruktion,
sondern wir können ganz schnell über einfache Werkzeuge, über einfaches Handling hier Punktdaten ermitteln, direkt von der Baustelle eingemessen und kommen somit prüffähig schnell zu unseren Mengen und unserem LV-Bezug. Ja, und natürlich sind die Abrechnungsregeln nach Euronorm und ZTV hier schon in der Software integriert und stehen Ihnen für die schnelle Mengenermittlung zur Verfügung. Ja, und eigentlich generiert Ihnen das System nicht eine bessere Baumaßnahme oder schöneres Wetter, sondern es verschafft Ihnen die beste Währung auf unseren Baustellen. Es verschafft Ihnen Zeit. Die wichtigste Währung eines Bauleiters, denn was wollen Sie eigentlich wirklich? Sie wollen eine transparente, kooperative Baumaßnahme abwickeln. Sie wollen Transparenz in der Abnahme haben. Sie wollen ein qualitativ hochwertiges Bauwerk abliefern und vor allen Dingen wollen Sie Spaß am Bauen haben. Ja, wenn Sie jetzt noch verstohlen auf Ihr Laufrad in der Ecke schauen, dann bin ich Ihnen jetzt natürlich noch eine Antwort schuldig. Es ist Zeit für Veränderung. Schicken Sie Ihr gutes altes Rollrad jetzt endlich in Rente. Benutzen Sie die grafische Mengenermittlung. Partizipieren Sie von den Vorteilen der digitalen Daten, der 3D-Daten, die Sie jetzt schon zur Verfügung haben und optimieren Sie Ihre Prozesse Schritt für Schritt. Und Veränderung ist auch jetzt das Stichwort. Ich hoffe, dass ich Ihnen jetzt einige Impulse zum Thema Mengenermittlung geben konnte. Ich hoffe auch, dass Sie viele, viele Fragen haben. Dann klicken Sie hier einfach auf den Link, buchen Sie sich einen Gesprächstermin mit mir oder mit meinen Kollegen oder gehen Sie auf www.baz.tv hier auf unserer Landingpage, suchen sich ein Thema aus. Unsere Spezialisten stehen gern für Sie bereit oder rufen Sie ganz einfach die eingeblendete Telefonnummer an. Auch natürlich nach unserer Messe sind wir gern für Gespräche für Sie bereit.